Hier in Wülfrath klickten gestern die Handschellen. In der Stadt wohnt der 52-Jährige, der für die Wuppertaler Staatsanwaltschaft Hintermann des Erpressungsversuchs gegen Familie Schumacher ist. Dieser Mann war in der Vergangenheit als Sicherheitsdienstleister für die Familie tätig und dort auch mit der Digitalisierung privater Fotos betraut. Der eine Tatverdächtige in Wülfrath, die beiden anderen in Wuppertal. Nach WDR-Informationen will die Staatsanwaltschaft für den Jüngeren Haftverschonung beantragen, wohl weil der Ältere, sein Vater, alle Schuld auf sich nimmt. Der Ältere der beiden Hauptbeschuldigten hat konkrete Angaben auch zu diesen neuen Beschuldigten getätigt und angegeben, dass dieser ihm die Datensätze übergeben habe, um gegen eine versprochene Provision die Tat an sich auszuführen. Ziel der Erpressung sei gewesen, dass die Schumachers einen Millionenbetrag zahlen. Ansonsten sollen die mutmaßlichen Erpresser mit der Veröffentlichung von sensiblen Familienfotos im Darknet gedroht haben. Laut Bild-Zeitung sollen die Bilder das Formel-1-Idol kurz nach dessen schwerem Skiunfall zeigen. Und vielleicht nicht nur das. Wir haben eine Vielzahl von Datenträgern aufgefunden, darunter mehrere Festplatten, eine Vielzahl von USB-Sticks und auch mehrere Mobiltelefone. Die Auswertung dieser Datenträger wird in Kürze beginnen und wir erhoffen uns da durchaus noch neue Erkenntnisse. Es ist wohl weiterhin eine schwere Zeit für die Familie von Michael Schumacher, die nichts mehr will als Privatsphäre. Der mutmaßliche Verrat eines Mitarbeiters dürfte eine große Belastung sein. Und laut Staatsanwaltschaft sind die Ermittlungen im Erpressungsversuch Schumacher noch längst nicht beendet.